Ganz viel auf den Boden geguckt. Da wartet mal kurz. Haufen. Na klar. Hier lagert der Winterdienst also das Straßenstreu. Richtig. Mit Schäufelchen und Förmchen würde das mehr Spaß machen. Nein. Was glitzert denn da? Fast so schön wie mein Stern am Showhimmel. Oh, nur fast. Was glitzert denn da? Ach so. Ich habe die berühmte Nadel im Sandhaufen gefunden. Tada! Aber mein Magen knurrt schlimmer als die Töle von Sarah Kuttner. Okay. Das kriegen wir jetzt hin. So, Haarnadel. Wir machen jetzt den Werkzeugkasten auf. Tada! MacGyver ist ein Dreck gegen mich. Aber ich habe einen Brand wie eine Bergziege. Jawohl. Werkzeug. Da liegt ein Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel? Ich nehme ihn mal mit. Was man hat, das hat man. Richtig. Schönes Ding. Schraubenschlüssel. Das sieht so aus, als wenn wir den Rotor jetzt mitnehmen könnten. So, dann gehen wir mal zur Bucht. So, an der Bucht angekommen. Wir haben den Schraubenschlüssel gefunden. Ich denke mal, wir können jetzt mit dem Schraubenschlüssel den Außenborder abschrauben. Zack, fertig. Abgeschraubt. Nice. Ich bin so durstig wie Jenny Elvers nach der Schmuckmesse auf Ibiza. Was machen wir jetzt mit dem Außenborder? Erstmal dumm rumstehen, ne? Können wir... Ich betanke ihn vorsichtig. So, und jetzt können wir hier die Palme ab... Nee, hier? Nur wenn du Zahnstocher machen willst. Ja, warum nicht? Tankter Außenborder, was könnten wir da jetzt machen? Können wir mit den Schraubenschlüssel... Ist nicht spitz genug. Ja, wenn ich nur etwas zum Aufstemmen hätte. Ja, genau, das habe ich nämlich auch schon gedacht. Eieiei. Don't drive and drink. Gut. Mach mal das. Palme, können wir die Palme jetzt? Wieder mähen. Riesenidee, Einstein. Warum denn nicht? Ach komm. Tu es. Schade. Schwamm. Da müssen nochmal Schwamm. Der Schwamm ist ja noch jetzt ziemlich. Ah, aber wir könnten vielleicht. Nur wenn du Zahnstocher machen willst. Wollte ich auch. Nee, aber hallo, Dickicht. Ach verdammt. Yeah. Boah, ich hab so Hunger Games. Gespeichert! So, wir gehen mal tiefer in den Tunnel rein. Tropfenvogel, ein Faustkeil. Leider Keil. Wenn ich nicht schnell was trinke, bin ich bald ein leichenblasser dünner Junge. Na ja. Da sitzt ein Papagei. Quack. So, was sagt der Papagei mit uns? Da sitzt ein Papagei. Chip, chip, brak, brak. Er macht mich nach. Wie meinen Sie das? Wer spricht da? Hier oben. Oh, ein sprechender Vogel. Oh, ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ah, okay. Dann so. Ich bin ein komischer Vogel. Stimmt. Ich glaube, ich halluziniere. Ich glaube, Sie haben ganz andere Sorgen. Richtig, du Vogel. Ich habe einen riesigen Hunger.
Also, wenn du schon hier bist, einen Hamburger und eine große Pommes zum Mitnehmen, bitte. Jan, das ist kein Drive-In, das ist eine Insel und ich bin ein Papagei. Ach so, stimmt. Jetzt, wo Sie es sagen, was können Sie denn empfehlen? In Ihrem Fall einen guten Therapeuten. Kommt, der ist klasse. Es war wohl schon jemand vor mir hier. Interessant. Man weiß nie, wo hinter Lena sich versteckt. Ach komm, mir doch. Vielleicht kann ich hochklettern? Na toll, die Liane ist so eine Drama-Queen. Jetzt ja. Ist sie auch noch abgereist. Abgeweist. So, können wir ja weiterlaufen. Tiefer gehe ich nicht rein. Ja, da ist dunkel. Das ist ja dunkler als die Kerker, in die in der Türkei die Journalisten geworfen werden. Ja, so ist es. Wie gesagt, schwarzer Humor. Im Postcamp versuchen wir doch mal die Kiste zu öffnen, würde ich sagen. Ach, mit der Liane, was kommt mit der Liane noch? Bestimmt irgendwas noch, festbinden? Ich weiß es nicht. Wir probieren das mal mit dem Faustkeil, der Strand gut zu öffnen. Hätte ich nur einen Hebel dazu. Ach komm jetzt. Zauberau. Werf mal eine Flasche. Wenn ich nicht treffe, ist mein schöner Stein weg. Oh. Oder Liane vielleicht? Vielleicht finde ich hier noch einen Pfandautomaten. Okay, dann nicht. Können wir das Longboard? Das fasse ich nicht an. Ich kann ihn nicht mit sich selbst benutzen. Wollte ich auch gar nicht. Tut mir leid. Schade, wenn ich noch einen Hebel. Universal-Tool, na also. Wenn das Dende sehen könnte. Lecker, Glumpsecco. Was? Erstmal schönes. Das sollte fürs Erste den schlimmsten Durst stillen. Jetzt nur noch was zu beißen organisieren und der Tag ist gerettet. Ernsthaft? Ja. Wir hauen die Palme um. Ist doch nicht schade. Aber ernsthaft? Na gut, okay. Na, hast du mal was getrunken? Mach's mal glücklich. Können wir mit dem Universal-Tool auch die Palme hier niederlegen? Soll ich etwa ein Herzchen in die Palme ritzen? Ja, bitte. Gut, dann nehmen wir halt diesen Kautschuk da. Probieren es einfach mal mit dem Kautschuk. Der Baum ist tot. Da schraube ich nicht dran rum. Seine Schrauben, du sollst einfach mal drauf. Wir haben eine Liane. Was machen wir jetzt mit einer Liane? Willst du die Bücher benutzen? Nee. Der saugt ja schneller. Ist ja gut. Ja. Das nehmen wir da für Dings. Das wird nur unangenehm für uns beide. Wir nehmen das fürs Feuer. Vielleicht können wir damit was brauchen. Aber es wäre halt nützlich, nochmal irgendwas aufzusammeln. Können wir das vielleicht öffnen hier? Ich glaube, die Klappe ist nicht das, was eine Schraube locker hat. Schade. Ein Bambusrohr. Ein schöner Rohrstock. Ja, den nehmen wir gleich mal mit. Was macht man denn mit dem... Ja, ich kann mal die Flasche runterholen. Sollte an sich klappen, oder? Vielleicht finde ich hier noch einen Pfandautomaten. Ach, stell dich noch nicht so an, Mensch. Das fasse ich nicht an. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit dem dämlichen Longboard da machen sollen. Fast so etwas wie eine Angel. Ach, cool. Da gibt es nichts zu angeln. Aber vielleicht in der Lagune. Bräuchte man ja im Prinzip nur noch. Es fehlt ein Köder. Wollte ich gerade sagen. Denn eigentlich, wenn wir die Angel einfach mal eiskalt in die Luke reinhalten? Ob da jemand rauskommt? Bei Lost war das mit der Klappe irgendwie cooler. Wir können jetzt hier mit der Angel gar nichts großartig tun. Wir machen jetzt erstmal das Feuer da. Ich glaube, es sollte eventuell gehen.
Schwammintelligenz. Oder auch nicht. Ja, mit einem Tropenvogel da. Ich glaube nicht, dass der anbeißt. Komm, hallo, gefiederter Freund. Hallo, Jan. Woher kennt er meinen Namen? Gute Frage. Was ist das hier für ein Ort? Das wollte ich Sie gerade fragen. Und was machen Sie ganz allein auf dieser Insel? Ich bin ein verzauberter Aal. Ein verzauberter Aal? Soll ich Sie küssen, damit Sie sich zurückverwandeln? Ja, nö. Ich lass das jetzt so. Könnte ich vielleicht Ihr Handy kurz benutzen? Leider nein. Okay. Und warum das nicht, wenn ich fragen darf? Jan, ich bin ein Papagei. Und mein Samsung ist letzte Woche explodiert. Na dann, läuft ja bei uns. Soll ich Ihnen ein Gedicht aufsagen? Nee, lassen Sie mal lieber. Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe immer noch riesigen Hunger. Ich habe da hinten eine Ziege gesehen. Ja, super. Ach, halt den Schnabel. Hier kommen wir nicht rein. Tiefer gehe ich nicht rein. Ja. Das ist ja... Genau. Wir wissen, es sind so... den Journalisten... Ah. Es war wohl schon jemand vor mir hier. Ja, aber was machen wir jetzt als nächstes? Wir müssen ja irgendwie jetzt vorwärts kommen. Vorhin ging das ganz gut. Jetzt haben wir wieder ein paar Problemchen, vorwärts zu kommen. Die Werkzeugkiste ist hier nicht mehr nützlich. Ich will jetzt einen Regenwurm da. Ich will mir meinen Anzug nicht versauen. Ich kann ihn nicht mit sich selbst benutzen. Ja, doch, ich dachte, ich bin den vielleicht erhalten. Entschuldigung. Wir probieren einfach mal alles. Damit wird das Ding nicht fliegen. Nee, das stimmt. Das wird nur unangenehm für uns beide. Okay. Haben wir da Haarnadel? Mit der Nadel lässt sich das Ding leider nicht starten. Das Vermächtnis der Tümpelritter. Ich überlege immer noch, ob man ja irgendwie, aber kann man da drinnen angeln? Riecht ein bisschen wie Ralfs Klöten. Was? Wollte ich gar nicht wissen. Vorhin haben wir das übersehen gehabt, diesen Regenwurm. Ich wäre ja jetzt, wäre ja sau stark, wenn wir hier sowas finden würden. Also, ich weiß, es ist total useless, überhaupt zu probieren, aber... Da hat sich wohl ein kleiner Holzwurm drin versteckt. Nicht wirklich. Ich habe so Hunger, ich könnte 3 Lenas essen. Aber diesen süßen kleinen Wurm hier rühre ich nicht an. Nee, der mit dem Wasser. Super! Eine Angel mit Köder! Aber das ist euer Ernst. Mit der Haarnadel. Das war schon wieder so unvorhersehbar. So angenommen. Hoffentlich fragt mich das Ordnungsamt nicht nach meinem Angelschein. Ja, ich hoffe auch nicht. Lol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 . Was ditte? Eine Dose mit Oktopusfilets. Ich muss sie nur irgendwie aufbekommen. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Das Universal-Tool ist so universell, dass ich damit die verkackte Dose nicht aufbekomme. Applaus. Dafür bitte einmal den Preis für herausragendes Game Design. Es ist wie verhext. Fast so, als würde jemand wollen, dass ich eine andere Lösung für dieses Problem finde. Weiß wirklich. Dann. Warum bloß? Aber welche Lösung ist jetzt hier drin? Wir überlegen kurz. Wir haben jetzt das Universal-Tool, wir haben den Schwamm, wir haben diese Angel da, immer noch diese Angel. Können wir noch eine Würmchen eventuell? Vielleicht? Ja, doch, nein. Können wir nochmal an? Bitte? Ja, genau. Blasser, dünner Junge reißt Bäume aus. Ist okay, dann nicht. Ich war ja nur ein Vorschlag. Lieber nicht, da ist Licht angegangen. Ja, das wundert mich allgemein. Warte, der Papagei hat doch einen Schnabel. Der kann doch bestimmt die Dose öffnen, oder? Hey, Kumpel, könnten Sie mir kurz mit dieser Dose behilflich sein? Klaro! Alter, ich... Herzlichen Dank! Ich bin mit meiner... Oh. Hm.
Igitt. Damit wäre der größte Hunger gestillt. Da liegt halt plötzlich ein Telefon. Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Vor allem ist das der gleiche Klingelton wie von Jurassic Park. Die Rettung. Ein Satellitentelefon. Sag das nicht so früh. Ich nehme es mit. Das war nicht mein Handy. Währenddessen. Lösegeld. 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 Wir müssen die GEZ-Überschussmillionen finden und Jan freikaufen. Und dann nehmen wir uns diese Schweine vor und machen sie fertig. Ja. Seid ihr dabei? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Jan, halte durch. Ich rette dich. Okay, wir sind jetzt hier. Das ist Larissa Paris. Gute Sängerin. Hat die nicht Tupac erschossen? Ich glaube nicht. Hey, Larissa! Ey, bist du nicht der, der mich ständig auf Tinder stalkt? Ja. Ja, das bin und ich. Und was machst du so? Ich muss gleich nochmal Tupac interviewen. Und danach? Ach, keine Zeit. Ich lege um 3 Uhr noch im Berghain auf. Weißt du, wo die GEZ-Überschussmillionen sind? Ich weiß nicht mal, wo meine Haustürschlüssel sind. Aber die wollen mehrere Millionen Euro Lösegeld. Ich habe eigentlich mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Ich bin nur für die Frauenquote hier. Los, komm, wir suchen Jan. Jan? Hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge, welcher das war. Der mit den Klöten? Nein. Och bitte, jetzt hilf mir doch mal. Fang du doch schon mal an, ich such später auf Snapchat. Das war ja klar. Ich muss dann mal wieder. Ja, man sieht sich. Gut, wen haben wir hier? Den Beefträger, ja, stimmt. Gut, dass ich meine Hassbriefe immer anonym geschrieben habe. Hallo Beefy! Hallo William. Und was machst du so? Jetzt wo Jan weg ist, übernehme ich den Laden hier. Weißt du, wo die GEZ-Überschussmillionen sind? Ich bin hier der Beefträger. Dafür werde ich nicht bezahlt. Aber die wollen mehrere Millionen Euro Lösegeld. Ich bin eigentlich nur im Spiel, damit ich wieder Werbung dafür machen kann. Und hinterher behaupte ich, ich hätte das Spiel selbst programmiert. Oh Mann. Los, komm, wir suchen Jan. Hilf du mir mal lieber bei der Suche nach Stefan. Der ist mit seinem Boosterboard abgedüst und seitdem verschollen. Aha. Ich muss dann mal wieder. Ja, man sieht sich. Vielleicht ist es ja Weltkarte. Wo ist denn nur dieses Kebabland, von dem alle reden? Kebabland? Da. Da ist die Türkei. Dort. vielleicht ist es hier, haben wir ja. Warum ist ja alles abgesperrt? Ach, das glaube ich mit dem ersten Teil. Da war irgendwas. Na, mal schauen. Dieser, der mit dem. Mehr Beef hat sonst nur Jumbo Schreiner bekommen. Moment mal. Ein Lottoschein mit Jans Glückszahlen? 4, 8, 15, 16, 23, 42? Warum lässt er den hier so rumliegen? Gute Frage. Geh mal aus dem Weg. Du hast ja noch einen Hut. Der entscheide dich, Hut. Wärst du lieber ein depressiver Clownfisch oder ein schmutziger Waschbär? Bitte Code eingeben. Mann. Bitte Code eingeben. Mal sehen. Ach, jetzt habe ich es mir gar nicht gemerkt. 4. Aus 4? 4? 8? 15? 16? 23? 42. Bestätigt. Ha! Das muss die Tür zum Speicher mit den GEZ-Überschussgeldern sein. Vielleicht.
vielleicht aber auch nicht. Wir gehen mal rein. Zum Geldspeicher. Was? Ja. Das kann nicht sein. Doch, es zahlt ja keiner GEZ. Sind die GEZ-Millionen am Ende nur ein Mythos? Ja, freilich. Was haben wir denn hier eigentlich? Eine Notiz? Musste mir kurzfristig etwas Geld leihen. Bringe es wieder zurück. XOXO Jan. Okay.